Hallo, hier ist der Christian. Und hier ist die Svenja. Ja, die Lorena und die Nancy aus der SGS 9. Klasse haben mir ein paar Fragen gestellt und die beantworten wir jetzt gemeinsam, ne? Genau, was machen wir jetzt? Ja, und Svenja liest einfach mal die Fragen vor, stellvertretend für Lorena und Nancy. Genau, dann fange ich doch jetzt gleich mal an. Fangen wir an, würde ich sagen. Super. Also, erste Frage, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's perfekt momentan, obwohl das Wetter draußen scheiße ist, ehrlich gesagt, ja. Ja, Job super, ich habe eine wundervolle Freundin und ja, ich hoffe, euch geht's auch gut. Nächste Frage? Nächste Frage. Bist du denn mit deinem Job zufrieden? Ja, ich bin mit meinem Job sehr zufrieden momentan. Vielleicht erkläre ich erstmal, was ich mache. Ich bin Professor für Mathematik und Informatikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Mathematik und Informatikdidaktik heißt, bei mir studieren zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, die später mal Mathematik und Informatik unterrichten werden. Ja, und Vorlesungen halten macht mir total Spaß und zurzeit bin ich auch bei uns an der Hochschule Prorektor für Forschung, Medien und IT und kann auch in der Hochschulleitung die Hochschule ein bisschen mehr mitgestalten. Sehr schön. Genau, ne? Und was genau hast du studiert? Ich habe Informatik studiert an der Technischen Universität in Darmstadt mit Nebenfach Psychologie. Mhm. Und wie lange hat das Studium gedauert? Viel zu lange. Oh. Nein, Quatsch. Also 9 Semester waren angesetzt und 11 habe ich gebraucht. Also ich habe 2 Semester länger gebraucht, als veranschlagt war. Und bist du mit deinem Studium denn gut zurechtgekommen? Ich bin mit dem Studium sehr gut zurechtgekommen, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Informatik hat mich immer schon interessiert und ja, ich war einfach immer mit Spaß, Motivation und Begeisterung bei der Sache. Und im Laufe des Studiums habe ich mich auch begonnen für Psychologie zu interessieren und das war auch unglaublich interessant. Und es gab selten etwas, was mir keinen Spaß gemacht hat. Also technische Informatik hat mir keinen Spaß gemacht. Und was war der Hauptbestandteil des Studiums? Informatik natürlich. Na, Hauptbestandteil Informatik und vielleicht kurz zur Erklärung. Informatik teilt sich in mehrere Teilgebiete auf. Die praktische Informatik, da geht es um Softwareentwicklung. Die technische Informatik, da geht es um ja, die Hardware und die Bausteine im Computer und so weiter. Ne? Dann die angewandte Informatik, da habe ich mich mit Computergrafik zum Beispiel beschäftigt, mit Kryptographie. Und was habe ich vergessen? Die theoretische Informatik, genau. Und wie bist du da drauf gekommen, das zu studieren? Aus der Not geboren eigentlich. Eigentlich wollte ich mal Lehrer werden und damals hat mir jeder davon abgeraten, Lehrer zu werden, weil es da so wenige Stellen gibt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Computer ist eine coole Sache, studierst Informatik. Heute mache ich praktisch genau das, was ich früher machen wollte, nämlich Lehren. Ne? Zwar nicht jetzt in der Schule, sondern in der Hochschule, aber ich habe beides miteinander verbunden und ja, Lebenspläne oder Lebenswege lassen sich meist oft nicht so genau planen, dass man genau das wird, was man irgendwie anfangs geplant hat. Ne? Mhm. Ja. Das passiert gerne mal. Ja, genau. Und insofern, ja, lasst euch mal überraschen, wo es euch hinbringt in der Zukunft. Genau. Seid mutig. Was ist denn der Hauptbestandteil des Informatikunterrichts? Ja, weil ich Lehrerinnen und Lehrer unterrichte oder zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, ist mein Hauptbestandteil Didaktik. Das heißt die Frage, wie man Mathematik oder Informatik in der Schule unterrichtet. Und da gibt es verschiedene Methoden und Verfahren und Prinzipien, nach denen man sich orientieren sollte. Und das müssen natürlich die Lehramtsstudierenden erstmal lernen, damit sie später gute Lehrerinnen und Lehrer werden. Mhm. Gut. Und wird im Informatikunterricht denn überhaupt noch programmiert? Klar wird programmiert. Programmieren ist eine ganz wichtige Technik in der Informatik und jeder, der sich mit Informatik beschäftigt, muss natürlich mal mindestens eine Programmiersprache kennengelernt haben. Wobei es gar nicht so sehr auf die Sprache ankommt, sondern auf die Konzepte dahinter. Die Sprache ist letzten Endes egal. Ne? Ja, und so ist es auch bei uns in meinen Lehrveranstaltungen, weil ich die Didaktik mache. Ich lasse eher weniger programmieren. Das findet dann in anderen Veranstaltungen statt, aber die Studierenden bei uns müssen es natürlich auch lernen. Mhm, sehr gut. Und wird noch mit Kryptologie gearbeitet? Kryptologie ist natürlich ein wichtiges Gebiet in der Informatik, in dem geht es um Verschlüsselung von Nachrichten, Geheimbotschaften, wie kann ich Geheimbotschaften übers Internet verschicken und so weiter. Das wird bei uns auch gemacht. Zwar nicht in der Informatik bei uns, sondern das ist tatsächlich bei uns Thema in der Mathematik, weil die Verfahren, die zur Verschlüsselung notwendig sind, mathematische Verfahren sind und das lernen zum Beispiel bei uns auch die zukünftigen Mathematiklehrer. Mhm. Und gibt es da spezielle Programme, mit denen ihr arbeitet? Spezielle Programme? Vielleicht, also die Frage bezieht sich vielleicht auf die Programmiersprachen, die wir verwenden.
Wir verwenden bei uns im Informatikstudium Python als Programmiersprache, aber wir könnten auch jede andere verwenden. Wir könnten auch Perl nehmen oder Ruby oder Java, ne? Alles das wäre möglich. Ja, und ansonsten verwenden wir all das, was notwendig ist. Es gibt nicht das Programm, das wir verwenden, sondern die Wahl des Programms orientiert sich immer an dem, was gerade zu tun ist. Mhm. Super interessant. Das waren dann auch schon die Fragen von Nancy und Lorena von der SGS. Ja, ging ja schnell. Viel Spaß euch noch im Informatikunterricht. Grüßt mir die anderen aus der Klasse und ja. Lernt immer schön. Natürlich, genau. Tschüss. Tschüss.